5,40 Meter. Ja, es geht natürlich noch kürzer, aber dann natürlich ohne Dusche und ohne Bad. Denn 5,40 Meter ist so das Kleinste, was man kriegen kann als vollwertiges Reisemobil. Es ist von Knaus. Es hat eine geniale Badkonstruktion. Ich habe sie gerade eben schon mal gesehen. Du kriegst ein richtiges Reisemobil auf 5,40 Meter. Hallo Leo. Ja, hallo. Grüß dich. Willkommen. Osnabrück ist das große Thema. Wir sind in der Nähe von Osnabrück? Genau, wir sind genau in Bissendorf. Bei Osnabrück ist ein Landkreis. Und wir sind relativ nah an Osnabrück dran. Was ist das für eine Farbe? Das ist die Sonderlackierung Campo Volo Grau, schimpft die sich. Ist eine Sonderfarbe vom Fiat-Konzern, von der Stellantis-Gruppe. Hier haben wir halt den Peugeot Boxster. Amazon lässt grüßen. Ja, da sieht man die Farbe ganz oft, die drauf ist. Aber das Grau ist voll im Trend. Audi hat angefangen damit. Es sieht fast aus wie weiß. Aber wollen die Leute nicht alle Fiat kaufen? Weil die Fahrzeuge sind ja nahezu baugleich, bis auf die Motoren. Ja, also signifikant sind nur die Motoren, die wirklich unterschiedlich sind. Und das Armaturenbrett ist hier noch wie beim Ducato 7. Sonst hat man da keinerlei Vor- oder Nachteile. Es gibt die nur als Schalter? Genau. Das ist vielleicht ein Gadget, was ich nicht bekomme, ist die Automatik bei PSA, bei Citroën und bei Peugeot. Ansonsten habe ich hier auch einen 165 PS starken Motor. Okay, der geht gut? Der geht ganz gut, ja. Gerade, hier vorne. Wenn man in den Bergen unterwegs ist. Das ist ein praktisch Haus auf Rädern, ein kleines Haus. Warum kauft man jetzt einen Kastenwagen und keinen Teil integrieren? Wir haben einige Leute, die den als Zweitwagen nutzen, beziehungsweise auch als ersten, dann also vom Pkw ganz weggehen und sich dann rein so einen Kastenwagen kaufen. Und den kriege ich halt noch bei Edeka geparkt und den kann ich halt noch wirklich an die Seite stellen. Ja, der Traum sind natürlich Städtereisen. Leute gehen hin, sagen sich, okay, die studiert zum Beispiel jetzt die Tochter, ich kann mich da vorstellen, ich kann die mal besuchen, will der nicht zur Last fallen im Gästezimmer, das ist ein Argument, aber viele sagen auch, ich bin jetzt unterwegs, ich reise einfach mal, ich kann jederzeit anhalten, kann aufs Klo gehen, kann mich mal hinlegen, wenn ich will. Ja, genau, das sind Aspekte, die dazu zählen und die Kastenwagen sind halt mehr denn je gefragt, weil die halt mehrfach einsetzbar sind als ein normales Reisemobil, was dann breiter ist. Knaus baut nicht die billigsten. Nein, aber wir sind im Premium-Segment schon angelangt bei Knaus, bei den Kastenwagen. Das merkt man in der puncto Verarbeitung. Isolierung ist ein großes Thema bei Kastenwagen, wo viele andere Hersteller einsparen. Und das haben wir halt hier. In Wagenfarbe lackiert. Die sind relativ voll bestellt von Knaus. Genau, hier handelt es sich jetzt speziell um ein 60-Year-Sondermodell zum 60. Geburtstag von Knaus. Und sind mit unter anderem Markise, Navigation, Rückfahrkamera, Head-Up-Display, Leichtmetallfelgen. Die Sonderlackierung ist ohne Aufpreis. Das sind so stichpunktartig mal die Sonderextras erwähnt, die das Fahrzeug so mit sich bringt. Das Thema Werte halt. Viele sagen jetzt, jetzt sinkt die Nachfrage. Das könnt ihr gar nicht so feststellen. Also speziell jetzt bei den Wagen hier 70.000 Euro oder 67, wie er hier steht. Grundpreis, wo geht's los bei dem? Wir sind im Grundpreis bei knapp 65.000. Hier als Extra haben wir vielleicht im Innenraum dann zu erwähnen, das Raumbad-Konzept, was man optional wählen kann, wo man hervorragend duschen kann, was vielseitig einsetzbar ist. Als Raumtrenner sogar nutzbar und der hat den Easy Space Ausbau. Man hat dann keine Stoßkante über dem Fahrerhaus. Die Schränke gehen dann durchgängig weiter, links und rechts. Das ist, glaube ich, vielen ganz wichtig. Das Raumgefühl wächst unglaublich. Genau. Und das kann man so dann ganz gut kompensieren und es wirkt halt schön. Ja, es gibt auch ein Fliegengitter mit dabei. Du hast ein kompaktes Fahrzeug. Man muss allerdings wissen, das ist eigentlich ein Zwei-Personen-Auto. Grundsätzlich verkaufe ich den nur an Pärchen. Dieses dritte Notbett, was hier auch funktioniert, ist wirklich nur für den Notfall, wenn das Enkelkind mitkommen soll. Aber ansonsten ist es für uns ein reiner Zweischläfer. Ja, denn für das Geld kriege ich ja auch einen größeren. Aber es geht den Leuten ja gar nicht um die Länge. So 6,40 Meter, das merkst du schon im Alltag, oder? Definitiv. Also allein in der Parkfläche, auf der Parkfläche beim Edeka, wie vorhin erwähnt, merke ich das ganz deutlich. Oder am Straßenrand, an der
an der Seite zu parken. Das merkt man doch deutlich. Und da kommt es dann auch drauf an, dass ich den halt im Alltag nutzen kann. Wärmedämmung, das große Thema. Wenn du mal gerade die Tür mal ein bisschen fester zumachst, ich will mal gerade was hören, wie die so klingt. So, das heißt, man hört richtig, da drin wurde gedämmt. Genau. Also nicht nur in den Türen, auch seitlich in den Aufbauwänden. Das Dach ist nochmal mit einem Vlies eingelassen, was wir jetzt natürlich nicht zeigen können. Der komplette Unterboden ist komplett durchgeschäumt. Wir haben keinen oben liegenden Kabelkanal zu sehen. Das ist alles schön durchgängig. Wenn wir das Brett in der Mitte rausnehmen, haben wir auch wirklich eine durchgängige Ladefläche ohne irgendwelche sperrigen Kabelkanäle. Wenn ich sowas selber ausbauen würde, ich meine, man sieht ja Videos und Leute teilweise, die also auch ein gutes Geschick haben, ein halbes Jahr dran, um sowas auszubauen. Das sind alles CNC-gefertigte Teile, es passt auf einen Millimeter. Genau, das ist wirklich auf einen Millimeter genau abgestimmt und viele Eigenausbauten bedenken manche Sachen halt nicht, reißen es wieder auseinander, bauen es wieder zusammen. Und da sind auch Kosten mit verbunden und ich glaube nicht, dass ich diese Perfektion zu dem Preis bekomme, wenn ich selber ausbaue. Ja, das große Thema ist das Thema Wiederverkauf. Ich kann ja hiermit starten, bin mir vielleicht gar nicht sicher, ob ich das möchte. Man kann den auch mieten bei euch, eigentlich ist der Teil der Mietflotte? Wir haben auch diese Fahrzeuge in der Mietflotte drin. Sie können den bei uns testen. Wir rechnen das sogar mit 50% des Kaufpreises dann mit an. Und dann kann sich der Kunde mal durchtesten und überhaupt mal wirklich in Natura, ich sag mal, das ist jetzt eine Trockenübung, aber wenn er das Fahrzeug mal gemietet hat und seine Bedürfnisse damit abklopft, kann er sagen, Mensch, passt oder muss größer, muss kürzer, ja. So, der Rahmen ist natürlich ganz praktisch. Ich könnte ja hier mit dem Arm noch gegenkommen, deswegen ist der Rahmen innen ganz gut. Einen Rausfallschutz brauche ich hier keinen, oder? Die Leute sind meistens ein bisschen älter. In diesem Fall brauche ich keinen Rausfallschutz, genau. Das haben wir eigentlich nur bei den Hubbett-Varianten. Da haben wir tatsächlich Rausfallschütze. So, der hat jetzt eine schöne Ausstattung, die Markise ist schon mit dabei, da ist die Kurbel ordentlich montiert. Wir können ja gleich mal reingehen, mal so an so einem Schrank wackeln, das ist alles ordentlich gemacht, oder? Genau, ich habe da hochwertige Scharniere. Da legt Knaus auch einen ganz großen Wert drauf, dass da auch vernünftige Mechaniken verbaut sind. Softglows ist ein großes Thema, also wie ich es zu Hause auch in der Küche habe. So, ihr seid ja auch für den Service verantwortlich. Mach mal bitte auf, dass wir da mal reinschauen können. Fahrzeug steht auf Gas? Der ist auf Gas, ist optional mit einer Dieselheizung erhältlich, aber der steht jetzt klassisch auf Gas. Hier passen dann bis zu 2,11 Kilo Gasflaschen rein. Schöne Sache, Du-Control ist hier ab Werk. Ist eine Option. Serienmäßig ist die Mono-Control beim Sondermodell 6CS. Wir haben es jetzt nochmal aufwerten lassen auf Duo-Control. Somit hat man nochmal den Vorteil, dass die Umschaltautomatik da auch mit vorhanden ist. Ich nehme an, rechts ist der Tank. Rechts haben wir den Wassertank verbaut. Den haben wir den Zugang von oben. Das heißt, ich komme überall dran? Da kommen Sie dann dran, da sind die Revisionsöffnungen und dann komme ich da an den Wassertank und auch an die Pumpe komme ich auch dran. Sollte mal ein Defekt sein, kann ja mal sein, ich habe es nicht gut entlüftet im Winter, die Pumpe geht mal kaputt. Genau, oder ich habe sie laufen lassen permanent und die ist dann heiß gelaufen, dann kann die natürlich... Dann Notausstieg, der muss ja frei bleiben, da kommt man gut dran von innen? Ja. Man muss ein bisschen die Matratze ein bisschen zur Seite schieben und dann kommt man ganz gut an den Griff dran. Ihr könnt das Fahrzeug sehr, sehr dicht machen. Also man kennt ja, das ist das meist aufgebrochene Auto überhaupt, weil es es eben so oft gibt, muss man sagen. Die Leute haben sich spezialisiert drauf. Da gibt es so kleine Tricks, wie ich das sehr gut von innen nochmal verriegeln kann, oder? Ja, da gibt es Safe-Lock-Systeme von der Firma, wo ich Zusatzschlösser noch anbringen kann. Genau. Ist das oft gefragt oder eher selten? Doch, gerade die alleine unterwegs sind. Wir haben auch viele alleinstehende Frauen, die mit so einem Kastenwagen unterwegs sind und die sich dagegen dann natürlich nochmal absichern. So, wenn du mal gerade mir zeigst, wie man das hier hochklappt, also dass man das sieht, man kann ja richtig laden hier. Also man kann richtig laden, die Matratze, wie ihr seht, ist dann auch geteilt. Achso, die lege ich einfach nach links. Genau, nach links. Und das ist halt lose. Das hat man jetzt als Einzelteile genommen, ist aus einem sehr leichten Aluminium jetzt auch. Also ach, das schaffe ich auch alleine, oder? Das Holz ist, ja. Kannst du gerne mal halten, aber das ist sehr leicht. Ja.
und das muss ich dann hier damit verstauen. Das ist auch ein Lattenrost, hier ist noch eine Trennwand mit dabei. Genau. Hier könnte auch ein Hund schlafen hier drunter, oder? Theoretisch ja, also ich kann auch die Bretter rausnehmen, ich kann sie weglassen, ich kann sie zu Hause lassen, ich kann dann durchladen, ich kann das Hundekörbchen, sag ich mal, da unten platzieren, sodass er halt durch den Innenraum gehen kann. Und wichtig ist auch, dass Knaus hier auch komplett durchgängig Lattenroste verbaut und nicht da das am Ende dann einspart. Das große Thema ist ja Schimmelbildung, das heißt die Durchlüftung. Am Kopf wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, aber es soll ja immer eine Luftzirkulation geben. Definitiv, die habe ich hier auf jeden Fall gegeben. So, ihr habt überall Serviceklappen, das finde ich auch sehr gut, das heißt du kommst überall ran. Ja, man hat jetzt ab dem Modelljahr 19 das Ganze nochmal Konzept umgelegt. Man hat jetzt die ganze Elektronik hier auf die linke Seite gesetzt. Ich darf die mal sehen? Ja, natürlich. Dass man mal den Unterschied auch sieht, was macht denn aus, weil teilweise ist das Auto ja von außen sehen die alle gleich aus, muss man sagen. Also das heißt, ja. Ist es der Innenausbau, der anders ist? Das ist der Innenausbau, ja. Da ist, wie die Gadgets da richtig gut verteilt sind, Service und kundenfreundlicher. Das heißt, wenn wir was tauschen müssten oder was dran machen müssten, kommen wir jetzt von der Elektronik hier über die Serviceklappe hier drüber. Also einfach das Lattenrost dann weg. Und dann habe ich hier praktisch in diesem Bereich die ganzen Elektronikteile. AGM ist drin. Es geht auch Lithium direkt rein, das heißt, ich kann wahrscheinlich Ladegeräte dippen. Ja, genau. Also man kann jetzt hingehen und sagen, ich möchte es ab Werk da arbeitet Knaus mit ActiveLine zusammen. Da könnte ich jetzt auch eine 100 Ampere Lithium-Batterie reinbauen lassen und habe dann dementsprechend mehr Kapazität. Ja, also ich bin schon ziemlich geflasht, was den Ausbau angeht. Wenn du mal gerade so lieb bist, das alles nochmal zurückbaust, dass man sieht, wie schnell das geht. Also die Klappe zu, dann das Lattenrost nochmal rein, das wirklich sehr leicht ist. Ich bin ganz beeindruckt, denn ich kenne da natürlich andere Systeme, die musst du dann dagegen kontern mit einem Band oder sowas. Und das hier ist natürlich, das kann man dann zur Not auch wirklich zu Hause lassen, wenn ich jetzt was transportiere bei IKEA oder so. Und Was darf der ziehen eigentlich? Als Schalter einiges, oder? Ja, der darf 2,5 Tonnen ziehen. So, also ein Pferd wäre auch möglich. Bitte mal schließen. So, da mal das Raumgefühl von innen auch gleich mal zeigen. Ja, genauso muss das klingen, oder? Genau, das ist ein Kastenwagen. Das muss so klingen. So, ihr macht noch Gasprüfung bei euch? Ja, natürlich. Also der Kunde bekommt von der Gasprüfung zur Dichtigkeitsprüfung Anbauten, wenn er Solartechnik haben möchte, wenn er einen Wechselrichter haben möchte, wenn der eine Luftfederung haben möchte, das können wir alles bedienen. Ja, Fliegengitter, ist das leichtläufig mittlerweile im 15. Jahr? Ja, es ist sehr leichtläufig. Das hat man auch mittlerweile nicht mehr so unter Spannung gesetzt wie zuvor. Es sind ganz viele Details. Also ich habe anmoderiert, ich bin am Anfang mit dem Matthias rumgegangen und gesagt, Knaus hat in den letzten 5 Jahren Riesensprünge gemacht, was die Qualität angeht. Ja, also die haben da richtig Gas gegeben. Die haben auch die ganzen Konzepte neu entwickelt, neu entworfen. Die haben also den vorhandenen Boxster einmal wirklich auf links gedreht und sind auch jetzt noch weiter kontinuierlich am Optimieren. Da unten drunter ist wahrscheinlich die Heizung? Genau, also unter der Sitzbank habe ich zum einen den Wasserfilter, was auch nicht... Ein Filter, das heißt, ich kann das trinken, das Wasser? Genau, also ich kann das bedenkenlos trinken, ich kann Wasser tanken, egal wo. Hier wird der Filter dann eingesetzt, der ist im Lieferumfang mit drinne. Ich kann es trinken? Ja, ich kann es trinken, ja, ohne irgendwelchen Silberzusätze. Du kannst aber durchaus verstehen, dass die Leute es trotzdem nicht trinken, weil sie sagen, jetzt habe ich den Filter, ich vertraue dem nicht. Der hat natürlich ein Datum mit drauf, das sollte man beachten, also der sollte ausgetauscht werden, oder? Er hält 6 Monate, bis zu 6 Monate, je nachdem, wie viel er am Arbeiten ist. Hält er bis zu 6 Monate. So ist das. Also die kosten auch nicht die Welt, habe ich jetzt gesehen. Die Heizung ist hier drunter. Genau. Gas, ist sie sparsam? Ist sehr sparsam mit Gas, ja. Ist eine 4 kW. Das langt, glaube ich, oder? Für die Größe. Für die Größe langt das komplett. So, ich stehe mal kurz auf. Es ist ein bisschen beengt hier drin. Wir sind auf 5,40 Meter, aber das ist, glaube ich, das, was die Leute lieben, oder? Das ist, was die Leute auch hinnehmen, die Größe. Und das reicht auch im Endeffekt. So, bau mal bitte um, ich gehe mal raus, dass wir die Sitze mal drehen, denn dadurch erweitert sich der Raum ganz massiv. Das ist, hast du schon 10.000 Mal gemacht, deswegen sitzt das Ganze. Sag mal, wenn jetzt jemand bei Null anfängt, das hier ist ja auch ein Auto, was Leute gern mal, ich sag mal, als erstes Auto nehmen.
Das ist kein Thema. Oder als zweite Auto sogar, als Zweitwohnmobil für Städtereisen, was irgendwie kommt. Das gibt es tatsächlich auch, ja. Man sollte einen Termin machen für die Beratung am besten, oder? Also wenn man eine richtige, ja, volle Beratung genießen möchte und nicht die Zeit dazu hat, mal eben zwischendurch zu warten, dann sollte man am besten einen Termin machen. Dann kann ich mir das auch dann richtig einplanen und dann nimmt man sich dann eben 2 Stunden im Schnitt sind das und läuft man auch durch die Fahrzeuge durch, zeigt das ein oder andere, was man dann auch wirklich zeigen kann. Mhm. In der momentanen Lage muss man natürlich auch sagen und lässt die Fahrzeuge mal den Kunden dann halt wirken. So ist das auch Zeit mitnehmen. Nicht irgendwas übers Knie brechen. Man sieht hier sehr schön die Verkleidung. Das ist alles hier mit Kunstleder gemacht, also ganz hochwertig. Es klappert auch nicht mehr. Nee, das haben wir auch nicht mehr. Man hat wirklich Haptik. Man hat, wenn man hier so eine Klappe dann auch öffnet. Genau, wenn du jetzt mal dran mal ein bisschen ziehst und vielleicht mal mit beiden Händen, dass man das mal sieht. Also ja. die ist da das fest ist drin, oder? Richtig fest drin, ne? Okay. Ja klar, jetzt sagen die Leute 60.000 Euro, da muss das so sein, aber das ist nicht überall so. Ihr habt ganz viele Möbelverbinder, das heißt, alles ist nochmal quer verbunden. Genau. Das merkst du richtig, hier oben diese grauen Dinger, überall Möbelverbinder mit drin. Genau. Während der Fahrt, wie sind denn da die Geräusche? Weil die Leute das ja oft als Alltagsauto verwenden. Man hat natürlich immer ein bisschen Abmann. Ja, natürlich. Also es bewegt sich der ganze Möbelbau, da brauchen wir uns nichts vormachen, dass wir das nicht ganz geräuschlos bekommen, aber im Vergleich zu anderen Fabrikaten haben wir das mit Knaus sehr top gelöst. Sehr schön. Also ich muss Knaus mit ganz anderen Augen sehen, sehe ich schon. Auch hier die Sitzgruppe ist ordentlich angeneigt. Für eine Person kein Problem. Auch 2 Kinder würden gehen? Ja, das ist gar kein Thema, weil Knaus liefert immer die Sitzbank ausziehbar mit. Ich kann das mal ausziehbar? Zeig mal. Genau. Ach, da hat man ein bisschen mehr Platz, oder? Genau. Ich kann das einmal hier, das ist eine Griffmulde. Ich ziehe das hier raus. Mit einem Handgriff. Natürlich lässt da auch Knaus nichts zu den Zufällen überlassen. Das kommt hier rein, das Kai, dass ich da kein Loch habe. Und ich kann dann sofort 2 Isofix Anbringungen. Also ich könnte theoretisch 2 große Kindersitze hier anbringen oder 2 Erwachsene können hier gut sitzen. Und die müssen auch nicht so in der 90 Grad Winkel hier stehen, sondern man kann es hier dann anpassen. Genau, wenn du das mal gerade machst. Das ist ja sensationell. Das heißt, ich kann den Kindersitz auch in einer leichten Liegeposition dann bringen. Ja, und als Erwachsener kann ich mir das auch ein bisschen schöner hin. Du bist wie groß heute? Ich bin 1,83. 1,83, setz dich mal hin bitte, dass wir das mal sehen. Man kann da, natürlich dahin hast du jetzt mal ganz, wenn du mal kurz in die Sitzbank reingehst, ja. Bisschen Sitz zurück. Also nur mal zum Zeigen, man sitzt sehr bequem jetzt, ja, oder? Genau, also ich habe hier hinten, sag mal die Stütze hinten und sitzt da nicht wie früher in der Schule, sondern man sitzt da deutlich angenehmer dann. So, das ist natürlich während der Fahrt ein Traum. Jetzt kann ich für die Fahrt, habe ich hier ein bisschen weniger Durchgangsbreite. Der Kühlschrank wird immer leiser von Dometic. Ich habe jetzt einen neuen Dometic. Mhm. Vor 2 Jahren war der Kompressor noch deutlich zu hören. Jetzt ist er viel leiser geworden. Hören Sie nicht mehr. Ja. Also der hat ja auch die Silence-Abschaltung wie auch die zuvor, aber die ist nochmal deutlich besser geworden als die Serien zuvor. Und mit dieser doppelseitigen Anschlägen ist das natürlich noch mal idealer geworden. Gerade im Kastenwagenbereich ist das wichtig. So, hinten Querbett werden jetzt viele sagen, das ist mir viel zu klein. Die sollen sich erstmal hinlegen. Das ist, man schläft ja ganz anders im Reisemobil. Du bist vielleicht, kommst zurück von der Wanderung, warst jetzt irgendwo jetzt in Südtirol, ja. Trinkst noch dein Weinchen, gehst dann da rein. Das ist so ein bisschen cozy, oder? So ein bisschen gemütlich. Ja, definitiv. Also es ist wie eine schöne Koje da drinne. Und wichtig ist es, dass ich schlafen kann, angenehm schlafen kann. Und man sollte das zumindest ausprobieren, bevor man das komplett beiseite legt und sagt, nee, das passt zu mir nicht. Ne? Das ist eine Frage, es gibt das auch mit Hubdach hier, also obendrauf, dass man ein Schlafdach hat? Genau, also ich kann jeden Boxster in der 5,40 Meter und 6 Meter Serie mit dem normalen Dach, mit dem Aufstelldach bekommen. Optional. Das heißt, die Kinder könnten dann oben schlafen oder die Erwachsenen oben, je nachdem. Ja, dann sei mal so lieb, geh mal rein, denn es gibt eine ganz tolle Dusche hier drin. Ihr habt ein Raumbadkonzept, was jetzt ein bisschen schwer zu filmen ist. Das werden wir gleich mal zeigen, denn das Fahrzeug ist doch sehr kompakt. Also wir kommen halt gemeinsam nicht ganz rein. Man dreht es hier rein. Ich stehe praktisch jetzt schon in der Dusche. Ja. Also du brauchst keinen Vorhang? Ich brauche keinen Vorhang. Ich habe glatte Flächen, die ich nach dem Duschen wieder
Du dich mal gerade zumachst komplett. Vielleicht so weit, wie es irgendwie geht, dann kann ich natürlich den Schlitz mal reinfilmen, dass wir das mal sehen. Also das geht zu. Genau. Du hast eine riesige Dusche. Ja, ich stehe jetzt in der Dusche, habe hier nochmal eine Trennwand zur Toilette hin und muss nichts mehr machen. Das ist ja sensationell. Das heißt, du musst nicht mit so einem Falt Rollo oder sowas arbeiten, du hast eine richtige Duschwand. Genau, ich habe eine richtige Duschwand, kann die einfach reinigen. Das kommt natürlich raus, die Duschwanne. Okay, das ist jetzt nur, dass man dort geht und das Klo ist dahinter hier, oder? Genau, das ist die Toilette, das muss ich mal zurückbauen. Warte mal, ich filme mal rein, dass man das mal sieht. Kannst mal reinfilmen. Ist das für dich groß genug mit den Beinen? Ja. Das geht? Also, das Waschbecken kann man auch noch mal vergrößern. Ja. Das würde ich auch gerne mal vorführen. Warte mal, ich mach mal eins, wir müssen mal irgendwie gucken, weil die Tür ist an sich zu schließen, richtig? Das heißt, wenn ich auf Toilette gehe. Genau. Okay. Sonst sehe ich nichts. Das habe ich soweit verstanden. Und? Jetzt hast du das Waschbecken vergrößert. Vergrößert. Und kann mir jetzt hier wirklich das Gesicht waschen, Zähne putzen. Ne? Boah, es ist wirklich interessant gelöst. Wenn du mal gerade rauskommst, bitte. Ja. Dann gehe ich mal rein, weil die Leute interessiert bestimmt. Also sorry, wenn wir so viel Zeit brauchen für den 5,40 Meter, aber hier musst du einfach Sachen anders lösen als beim 6 Meter oder beim 6,40 Meter, wo du auf Standardkomponenten zurückgreifen kannst. Das heißt, ich gehe hier rein, schiebe einfach hier zur Seite und habe dann hier komplett das ganze Badezimmer offen, was auch total spannend ist. Du hast so viel Beinfreiheit hier, dass auch ganz große Menschen das Ganze auch benutzen können. Ich bin jetzt 1,83 Meter wie du und du kannst komplett hier drin stehen, das geht. Genau. Und der Vorrat jetzt am Wasser, was hat er? An Vorrat hat er knapp 100 Liter. 100 Liter. So, hier vorne hast du einen Spiegel, hier kannst du wahrscheinlich schieben an der Seite. Ja, genau. So, und da ist das Waschbecken mit drin. Also alles klein, aber für Städtereisen geradezu genial. Und wenn ich fertig bin, mache ich einfach zu. Hab hier auch eine ganz tolle Geschichte. Dieser Raumabtrenner würde quasi schon genügen, sodass ich auf Städtereisen nicht alles zumache, weil das wollen die Leute auch nicht, oder? Und nicht jeder guckt mir direkt aufs Bett, sondern ich habe da so eine Intimsphäre, sag ich mal. So eine Barriere. Genau. Oder ich kann es halt umgedreht. Ich kann mich dann hier in der Rundung umziehen und kann halt diese Tür nehmen, um hier nach vorne zu... Habe ich noch nie gesehen, das System. Ist das ist nur bei Knaus? Oder? In diesem Fall ja. Also in diesem Konzept mit den glatten Türen, viele nehmen dann halt die anderen Rollos, wo ich halt noch die Spalten dazwischen habe, die ich dann nicht wirklich sauber bekomme. Und mit dieser glatten Oberfläche und auch mit dem Konzept mit dem Waschbecken, was ich nochmal vergrößern kann, das habe ich auch wirklich nur bei Knaus. So, wenn du mal so lieb bist, mach's nochmal zu. Ich will gerade mal sehen, wie das Ganze geht. Das läuft auch zuverlässig? Ja, das läuft zuverlässig. Gut, und gerade nochmal auf. So, am besten beide Seiten. Da gibt es einen Griff dran, also bitte nicht an der Lippe ziehen. Immer am Griff, sonst haben wir eine Dichtung da dran. Und dann werden die hier während der Fahrt gesichert. Da oben kommen die dran. So, damit es auch ja nicht klappert, ist leicht unter Spannung, nehme ich an. Genau. Das aber sind Gummibänder. Passiert nichts. Und dann haben die ein bisschen Spiel. Aber. Okay. Ja, Bett, schlafen ist ein wichtiges Thema, Kochen noch viel wichtiger. Ja. Du hast eine richtige Küche mit drin, alles ein bisschen kleiner. Ich habe reduziert auf zwei Kocher, weil auch die Erfahrung gezeigt hat, dass zwei Kochfelder durchaus auch ausreichend sind. Ich habe nur eins, also das langt mir auch. Also ich habe drei Flammen, aber ich benutze immer nur eins. Ja, sehen Sie, in der Praxis ist es halt so. Ja. Und ich habe ein tiefes Spülbecken und einen schönen angenehmen Wasserhahn. Aber auch hier wiederum Softclose. Was sensationell ist, ist der Kleiderschrank. Ihr habt einen riesengroßen Kleiderschrank eingebaut. Der ist süß, aber hier passt. Der ist süß, aber da passen wirklich. Also ich war auf der Messe mit so einem Fahrzeug und da hatte ich 8 Hemden drin. 8 Hemden. Ja. Also es geht. Denn das geht. Ist nicht normal auf der Größe, praktisch für hängende Kleidung. Da weißt du nie, wo du hinmachen sollst. Genau. In die Dusche ist auch doof hier bei dem Konzept, weil du ja auch aufs Klo musst. Ja, genau. Oben drauf mal bitte öffnen, dass wir das mal sehen. Ist das durchgehend oder ist da ein Steg in der Mitte? Ein Steg in der Mitte, okay. Genau. So, hier sind auch die Bordbücher sind mit drin, überall Möbelverbinder. An allen Ecken und Enden ordentliche Scharniere. Genau, das sind richtig vernünftige Scharniere, die ich auch dann noch einstellen kann. Ja. Ja. Habt ihr viel Stress mit dem im Service oder geht's? Nee, das geht.
Das heißt, die kommen auch schon, ihr müsst da nicht jetzt unglaublich viel nacharbeiten? Oder? Nein, also es ist grundsätzlich, alles was in Hand gearbeitet wird, muss man hier und da nacharbeiten, aber das ist alles so im Rahmen, dass das jetzt nicht, weiß Gott, irgendwelche Desaster dann sind. Das Schöne ist, das Fahrzeug verwindet sich ein kleines bisschen. Hier sieht man sehr schön, wie die Dusche über einen Schaumstoff verbunden ist. Das heißt, die ist freistehend. Man sieht das hier innen drin auch. Ja, damit die sich bewegen kann. Gell? Genau. So, das Licht kann ich, die Farbe kann ich ja einstellen, wenn mir die nicht gefällt. Ja, gibt es natürlich für die da ein bisschen technisch affin sind, das ist ein RGB-Licht hier im hinteren Bereich. Interessant ist auf der Kamera, es flackert nicht. Also es gibt ja viele China-Lampen, die billig sind, die flackern. Du hast viel Ambiente-Licht, das du einstellen kannst. Genau, ich habe hier, kann jetzt sagen, den Baldachin hier in der Dusche möchte ich in Pink haben. Hier ein helles Blau. Grün geht auch? Doch, geht alles. Krass. Grün. Gut, wir sind ja im Jahr 2022, da kannst du die Farbe aussuchen. Wirklich alles, wir können Regenbogenfarben machen. Das ist so eine kleine Spielerei. Das Bett. Die Frage ist, wie können wir das denn mal zeigen? Also die Bettmaße ist lang, glaube ich, wenn wir sie erwähnen. Ich filme mal gerade rein. Also das wäre die Schlafkoje. Was habe ich hier für Bettmaße? Also wir haben ein Bettmaß von einer Breite von 1,94 Meter. Und oberhalb haben wir 1,40 Meter. Und die ist dann hier abgeschrägt nach unten und ist dann bei 1,20. Das ist echt 1,94 Meter hier? 1,94, ja. Krass, das sieht gar nicht so aus. Ich glaube, es täuscht, oder? Das täuscht, ja. Okay. Ja. Das heißt, ich habe 1,94 Meter als Querschläfer. Genau. Gut. Also denkt dran, das Hauptargument ist, mein Mann muss immer raus, dann soll er halt vorne schlafen. Das ist so. Da muss man sich dann da ein bisschen arrangieren, genau. Aber ich habe hier Leselampen mit drin, ich habe ein tolles Leselampen Ambiente. Mit USB-Anschlüssen, ja. Auch daran hat man gedacht, weil jeder hat ja irgendwo sein Handy in der Nähe. Das heißt, ich könnte es ganz bequem da in der C-Säule verstauen. Mhm. Und das Handy dabei parallel laden. Ja, du hast auch richtig viel Platz für Töpfe. Das ist normalerweise alles ganz minimal gehalten, aber hier bei dem Fahrzeug sehr tief. Sehr tief. Also es sind alles Kleinigkeiten. Wenn man es vergleicht, dann wird den Leuten erstmal klar, weil von außen sehen sie alle gleich aus. Also im Detail ist es dann so wirklich, wenn man den wirklich vergleicht im Innenraum. Mhm. Das ist immer ein Punkt, wo es wird immer gesagt, ja, die sind doch alle gleich, jeder baut da sein. Das gleiche rein, das ist aber dem nicht so. Jeder ist hier ganz anders, also bei Knaus, Eigenentwicklung. Ja. Hier siehst du auch, die Vorbereitung für den Fernseher ist schon da. Ich verwende mittlerweile einen Computermonitor, muss ich sagen, mit einem ganz kleinen Wechselrichter, das geht, also kann man machen. Kaufen die Leute viele SAT-Anlagen noch in dem Bereich, 45? Ein Kastenwagen relativ selten, also höchstens, dass die mal hier sich einen Monitor einbauen lassen, so wie du. Aber grundsätzlich geht alles heutzutage über iPad. Und oder über einen PC einfach. Also über eine Soundbar, Monitor drunter, klappt wunderbar. Das geht ja alles. Spart man auch viel Geld, muss ich sagen. Denn ich sag mal, SAT-Anlage, die ich nicht brauche, eine Flatrate. Habt ihr da eine Empfehlung? Also ich bin zurzeit unterwegs jetzt D1, D2, bin ich beides unterwegs? Das geht? Das geht, ja. Also mittlerweile, was mehr geworden ist, ist wirklich die WLAN-Antennen oder die LTE-Antennen, die wir nachrüsten. Sogar mehr als jetzt die SAT-Anlagen. Weil man der Empfang ist doch deutlich besser. Deutlich besser ist. Ich kann unterm Baum stehen, da kommt es wieder nicht drauf an, dass ich in irgendeine Lichtung fahren muss, um Fernseher zu gucken. Und denk mal, wie auch wir alle mittlerweile immer mehr Pay-TV schauen. Mhm. Netflix und so. Netflix und Co., Amazon, genau. Sehr schön. Komm, wir gehen mal raus. Also, tut mir leid, halbe Stunde, aber es musste sein, denn ein 5,40 Meter Auto zu einem Preis von 67.000 Euro, da werden jetzt viele Leute sagen, dafür kriege ich einen 7 Meter, mag sein, aber es geht ja extrem um die Kompaktheit. Genau. Also das ist das Thema. Es geht um den Nutzwert, ne? Wie will ich mein Reisemobil einsetzen? Wenn ich zu dir kommen möchte, ihr seid Osnabrück in einem Teil von Osnabrück oder ist das Landkreis Osnabrück? Das ist ein Landkreis Osnabrück, also östlich. Und wir sind direkt hier an der A30. Also wir haben eine gute Anbindung, egal von welcher Richtung man kommt. Ich kam von der A33, neue Autobahn, sensationell. Das ist endlich, ich habe es laufen lassen.
Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ja. Und da hat mich Google drüber geführt und dachte, ich bin im Osten. Ja, man hat 30 Jahre warten müssen, bis diese Anbindung die, da die ist. Die ist wann fertig geworden? Ich glaube, vor 3 Jahren. Vor drei Jahren. Die ist so sensationell, die Autobahn. Sie ist zwar nur zweispurig, aber sie fährt sich wie eine ICE-Strecke, oder? Genau, genau. Ich warte mal, bis der Asphalt mal kaputt geht. Der erste. So ist es. Also direkt im Norden sind wir. Ihr habt Kunden aus ganz Deutschland? Ja, also unser Speckgürtel ist, man kann sagen, 200 Kilometer. Aber durch die Verhältnisse, jetzt, die wir aktuell haben, haben wir auch Kunden aus dem Bodensee, aus Leipzig, aus Berlin. Da kommt es immer drauf an, was man gerade im Portfolio hat. Ja, ihr seid sehr, ich sag mal, genau. Also was interessant war, ich musste eben fragen, ist die Batterie denn geladen? Wie war deine Antwort? Die hängen alle am Strom. Die hängen alle bei uns am Strom. Also die werden, sind alle an Erhaltungsgeräte, also die sind immer am Strom. So, ihr habt sogar ein System, ihr müsst keine Autos suchen. Nee, wir tatsächlich, wir müssen die nicht mehr suchen. Unsere Fuhrparkmanager scannen diesen Barcode da ein und das geht dann über ein System und wir haben 2 Monitore, wo der Kunde dann das Fahrzeug, dann das gewünschte, dass er sich bei uns ausgewählt hat, finden kann. So, und das heißt, man kann ihn losschicken. Er kriegt dann wahrscheinlich einen Schlüssel mit oder wie läuft das bei euch? Oder sind die Fahrzeuge immer auf? Nein, die Fahrzeuge sind generell geschlossen. Wir halten uns das auch vor, dass wir immer gemeinsam mit dem Kunden zu den Fahrzeugen gehen. Wenn der Kunde natürlich darum bittet, mal eben ja, 10, 15 Minuten, dass sich dann... Sich zu besprechen mal drin, oder? Ja, zu besprechen oder einfach mal wirken lassen. Dann gewähren wir ihn das natürlich, aber im ersten Step geht jeder Kunde gemeinsam mit einem Verkäufer zum Fahrzeug. Ja, tolles Fahrzeug, volle Hütte. Ist der jetzt verfügbar? Der ist jetzt verfügbar, ja. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir filmen Anfang Oktober 2022. Ferge und Welz heißt der Händler. Und das ist die Rufnummer 05402-92990. Ansonsten googeln. Für mich auch eine neue Erfahrung. Ihr habt von ganz groß bis ganz klein, habt eine riesengroße eigene Werkstatt, wenn wir heute noch ein Video zu drehen. Du bist auf jeden Fall froh, hier zu sein, denn ich sag mal, du kannst mit ganz gutem Gewissen die Fahrzeuge rausgeben. Sollte mal irgendwas sein, ihr könnt den Kunden helfen. Ja, definitiv. Also ich bin jetzt im 7. Jahr hier und bin glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, zu wechseln von den normalen Pkw-Wahnsinn und bin jetzt bei den Reisemobilen und bei den Wohnwagen gelandet. Ja, Felge und Wels, der Boxstar 540, 60 Jahre Knaus-Edition. Danke fürs Einschalten. Tschüss!